Ja, genau. Also ich habe für mich entschieden, meine Karriere nach Peking zu beenden. Ja, ist natürlich keine Entscheidung, also finde ich, die man jetzt morgens nach dem Aufstehen so, ha ja, ich glaube, es reicht jetzt einfach mal so trifft, sondern das ist ja ein Gedanke, der wächst. Ich glaube, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, wäre der Zeitpunkt schon rum gewesen. Ich wollte nicht, oder ich wollte unbedingt verhindern, dass es irgendwie aus körperlichen Gründen oder eben Gesundheit oder macht keinen Spaß mehr oder die Ergebnisse passen überhaupt nicht mehr. Das wollte ich halt verhindern und ich glaube, das habe ich gerade noch. Ich meine, ich gehe mit einer Medaille nach Hause, das kann man lassen. Aber eben, ich glaube, es muss jetzt sein und fühlt sich auch richtig an. Es ist ja jedes Mal was Besonderes und jedes Mal freut man sich neu. Klar kennt man irgendwann die Abläufe, was nach der Medaille alles gemacht werden muss, aber es ist jedes Mal was Besonderes und man ist jedes Mal wieder glücklich über die Medaille. Ist natürlich unglaublich, ist ein unbeschreibliches Gefühl, jetzt hier so viele Medaillen abzuräumen. Damit hatten wir ja nie gerechnet, waren immer nur auf Erfahrung sammeln und schauen, was geht. Und jetzt hier so Medaillen abzuräumen, unbeschreiblich. Also so unglaublich, das kann man gar nicht wirklich beschreiben.